willkommen beim Exposure. Ich bin wieder mit Weigel. Deine Meinung zur Hatfield-Methode. Zur Erklärung, Hatfield-Methode heißt, wir haben Übungen drin mit 3 bis 5 Wiederholungen, 10 bis 12 oder 10 bis 15 und mit 15 bis 20 Wiederholungen. Das heißt, wir sprechen sowohl weiße als auch rote Muskelfasern an, also Fast Twitch und Slow Twitch. Das ist der ganze Sinn dahinter. Für Athleten, also für Sportler, die noch irgendwie eine andere Sportart betreiben, ist das eine sehr, sehr gute Methode, meiner Meinung nach, da wir eben sowohl die Kraftkomponente als auch diese klassische Hypertrophie-Komponente so bei 8, 10, 12 Wiederholungen covern und natürlich auch den Muskelausdauerbereich covern. Das heißt, wir machen eigentlich auf allen drei Ebenen, verbessern wir uns. Zwar bei allen drei Ebenen wahrscheinlich sehr langsam, aber wir verbessern uns immerhin. Das heißt, das löst einfach diese Periodisierung, die auch viele gerne machen. 6 Wochen so, 6 Wochen so, 6 Wochen so. Davon halte ja ich persönlich überhaupt nichts. Das wisst ihr ja hoffentlich mittlerweile schon. Das löst eigentlich dieses Prinzip ab, beziehungsweise es führt, das lässt dieses Prinzip oder diese Periodisierung einfach als, ja, nicht notwendig erscheinen. Das heißt, das Hatfield-System ist für die normalen Athleten, ja, ich mache jetzt hier mal Lautsprecher aus, fürchterlich. Für den normalen Athleten ist es durchaus sinnvoll, weil irgendwie alles angesprochen wird. Für den Krafttrainierenden, für den Muskelaufbauenden ist eigentlich alles über 12 Wiederholungen. Wenn man unbedingt diesen Pump mit drin haben möchte im Training, wollen ja viele mit drin haben, dann ist das eine gute Methode. Ich habe nach der Methode auch schon sehr, sehr lange trainiert, habe aber gemerkt, dass es nicht so ordentlich vorwärts geht, als jetzt bei 5 bis 8er Sätzen zum Beispiel. Also für Athleten finde ich gut. Für den Normalo, der eigentlich Muskeln aufbauen möchte, finde ich das schon wieder zu viel des Guten und es legt mir schon wieder zu viel Fokus auf verschiedene Übungen und zu viel Fokus auf verschiedene Muskelfasern und pipapo. Stärker werden, mehr essen als man verbraucht, dranbleiben.